Hallo, ich bin Gabi Franke-Mölle und ich würde euch gern willkommen heißen zur dritten Folge von Langsam kocht besser. Das ist jetzt auch schon die letzte Theoriefolge, denn so schwierig ist das Kochen mit dem Slow Cooker natürlich auch nicht, dass man da eine wirklich lange Fortsetzungsgeschichte machen müsste. Nicht ganz, wie der Name Slow Cooking, Langsam kochen ja auch schon sagt. Der wesentliche Unterschied ist die Zeit. Bei 99% aller Gerichte, ausgenommen vielleicht so ganz empfindliche Sachen wie Milchreis oder Dampfnudeln, dauert es mindestens immer 4 Stunden, bis das Essen fertig ist. 4 Stunden heißt auf Stufe High, wenn man den Topf also auf hoch stellt. Wenn man die Stufe Low benutzt, dauerten die meisten Gerichte sogar 8 Stunden, bis man sie essen kann. Das heißt, ihr müsst euch immer eine ganze Zeit vorher überlegen, was ihr zum Mittag oder zum Abendessen haben wollt. Ihr müsst die Zwiebeln schneiden, ihr müsst die Kartoffeln schälen, ihr müsst das Fleisch anbraten. Das ist nicht jedermanns Sache, das möglicherweise schon vor dem Frühstück zu erledigen. Möglicherweise wegen des Geruchs oder weil ihr dann noch nicht wirklich wach seid. Das ist aber auch gar kein Problem. Das könnt ihr nämlich am Abend vorher schon machen und das so lange im Kühlschrank lagern. Ihr braucht zum Beispiel viel weniger Flüssigkeit, als ihr sonst in euren Rezepten verwendet, weil die Deckel der Slow Cooker sehr dicht halten, entweicht kaum Wasserdampf und Gemüse und Fleisch geben während des Kochens auch noch relativ viel Flüssigkeit ab. Das heißt, es reicht schon, wenn ihr einen Braten mit so 2 Fingerbreit Brühe unten angießt. Das ist vollkommen genug, um hinterher eine ganze Menge leckere Soße zu haben. Das stimmt. Zwiebeln, Kartoffeln, Möhren, aber auch Kohl und Hülsenfrüchte, wie zum Beispiel Erbsen oder Kichererbsen, haben eine sehr feste innere Struktur. Das sorgt dafür, dass sie sehr lange brauchen. Beispielsweise viel länger als Rindfleisch, Schweinefleisch und erst recht als Geflügel. Man muss auch immer mit diesen härteren Zutaten relativ viel Flüssigkeit verwenden, damit sie gar werden. Wenn ihr also im normalen Topf eine Gulaschsuppe kocht, dann schneidet ihr das Fleisch in relativ kleine Stücke und die Kartoffeln und Möhren in größere. Im Slow Cooker ist es genau umgekehrt. Damit es gar wird, schneidet ihr Kartoffeln und Möhren in kleinere Stücke, schichtet sie unten in den Topf und die etwas größeren Fleischwürfel kommen oben auf. Zu den Gemüsen, die am längsten im Slow Cooker brauchen, gehören Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren, aber auch Kohl und getrocknete Hülsenfrüchte. So im mittleren Bereich von der Garzeit liegen zum Beispiel Kürbis und Süßkartoffeln. Und so dünnschalige Gemüse wie hier Paprika, Auberginen und Zucchini sind relativ schnell im Slow Cooker gar. Relativ schnell heißt im Slow Cooker natürlich auch 1 bis 2 Stunden. Nein, leider nicht. Zum Beispiel Milchprodukte können ausflocken, wenn man sie so lange bei diesen relativ geringen Temperaturen im Slow Cooker gart. Das heißt, Sahne, Schmand, Milch gibt man immer erst ganz am Ende dazu. Oder wenn man Milchreis gart, das geht durchaus im Slow Cooker, dann muss man das relativ schnell, in Anführungszeichen schnell, auf Stufe High machen, nämlich 1 oder 2 Stunden lang. Genau wie mit Milchprodukten ist es übrigens auch mit Fisch. Den gibt man auch ganz am Ende für vielleicht 15 Minuten Ziehzeit zu. Das reicht durchaus, wenn man in eine Fischsuppe ein bisschen Fisch einlegt und es zieht 15 Minuten bei der heißen Temperatur, dann ist der Fisch durchaus schon gar. Etwas kritisch im Slow Cooker sind auch Reis und Nudeln, wenn man sie solo als Beilage gart. Das kann man zwar machen, mache ich aber ungern. Es wird leicht pappig und meistens ist der Slow Cooker ja auch schon belegt mit dem Fleisch- oder Gemüsecurry-Gericht. Was allerdings gut im Slow Cooker funktioniert, sind Reis- und Nudelaufläufe mit Käse und Gemüse, so eine Art, was man sonst auch im Backofen zubereitet. Das wird auch im Slow Cooker sehr lecker. Allerdings sind das keine rundum sorglos Gerichte, da muss man schon ein bisschen auf die Zeit aufpassen, damit es nicht pappig wird. Aber das ist eine Sache, die man dann mit Erfahrung relativ gut hinbekommt. Ja, das muss man, weil durch die lange Garzeit die Aromen Zeit haben, sich zu entwickeln. Das gilt natürlich auch für Schärfe. Das heißt, wenn man von Anfang an zu viel Chili oder scharfen Paprika zugibt, wird es am Ende vielleicht zu scharf. Deswegen immer lieber vorsichtig anfangen und am Ende nochmal nachwürzen. Das geht immer. Wenn man dagegen von Anfang an zu viel Currypaste oder Chilis verwendet hat, wird es am Ende dann kritisch und vielleicht mögen die Kinder es dann gar nicht mehr essen. Bei den Kräutern muss man beachten, dass man getrocknete Kräuter gut von Anfang an zugeben kann, die allerdings auch sparsam dosieren sollte, weil die immer intensiver werden zum Ende hin. Frische Kräuter vertragen Slow Cooking überhaupt nicht gut und sollten ganz am Ende frisch gehackt einfach untergerührt werden, wie man es normalerweise mit seiner Suppe, seinem Eintopf oder so auch macht. Ganz genau habe ich euch die Unterschiede zwischen normalem Kochen und Kochen im Crockpot auch in meinen beiden Grundkochbüchern, dem vegetarischen und dem mit Fleisch, beschrieben. Und auch auf meiner Webseite www.crockpotrezepte.de findet ihr viele weitere Infos und natürlich Rezepte. Macht euch keine Gedanken, Slow Cooking ist wirklich einfach. Deswegen werden wir die Theorie jetzt auch verlassen und beim nächsten Mal geht es dann los, dass
tatsächlich Rezepte im Slow Cooker nachgekocht werden. Bis dann. Tschüss.